Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Landwirtschaftssimulator 19 hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und die Dori ist wieder mit dabei. Ja! Sie ist wieder gesund. Ja! Und sie findet Zeit, mit mir zusammen zu spielen. Ja! Und sie sucht sich jetzt einen Auftrag aus, den sie macht. Ja! Eieiei, alles beantwortet sie mit Ja. Ja! Ich ernte Feld 8. Du erntest Feld 8? Was gibt's da? Was machst du denn da? Hä? Ja. Was machst du da gerade? Was hab ich denn gemacht? Du hast eben gerade geschwebt in der Luft. Ja, weil ich Escape gedrückt habe. Und im Menü jetzt gerade bin. Und dann machst du einen auf fliegender Zombie, ja? Ja, wenn du hochspringst und dann auf Escape drückst, dann bleibst du da stehen scheinbar. Alles klar. Ja, ich ernte jetzt Baumwolle. Ernsthaft Baumwolle? Das willst du wirklich dir antun? Ja. Mit dem kleinen Gerät, da bist du doch den ganzen Tag unterwegs. Nee, ich leih mir die großen aus von dem. Ja, aber nee, klar muss das sowieso, weil die Ernte haben wir ja gar nicht, aber. Ja. Wo ist denn jetzt das Problem? Naja, aber das ist so, du weißt doch, wie lange das gedauert hat, wo wir zusammen mal die Baumwolle gemacht haben. Ja, Gottchen. Aber gibt ordentlich Asche. Was kriegst du denn dafür? Naja, nach Abzug der Dings sind dann noch so 18.000 über. Ja, gut, okay, dann bist du dann immer beschäftigt mit. Naja, so, Geräte. Ich hoffe, das kriegst du auch noch fertig denn in der Session hier. Nicht, dass ich nachher das wieder zu Ende machen muss. Das war, wenn du nicht da bist. Wir lachen nicht so dreckig, hätte ich was gesagt. Ich lache nicht. Nö, überhaupt nicht. Ich lache nie. Gut, also, wir sehen hier weiter Sojabohnen an. Das mit den Pferden werde ich weiterhin so betreiben, also dass ich danach, wenn ich hier dann nach 15 Minuten werde ich dann einmal quasi vom Trecker wechseln aufs Pferd und dann das Pferd noch ausreichen zum Ende der Folge. Okay. Und Dori, die hat ja richtig zu tun jetzt. Die kann ja da, die macht ja, hoho, wenn die dachte, uiuiui. Feld 8, wie groß ist denn das? Groß. Kommt er dabei? Ja, das ist mir fast klar. Na gut, aber so verdienen wir jetzt noch ein bisschen mehr Geld. Hier so ein beschissenes Auto, was nicht aus dem Weg geht, ne? Fahr da weg, Mann, ich will da durch. Hup doch mal. Machen die doch auch einfach. Ganz kurz nochmal aufgegriffen, Kommentare, die ich jetzt ganz kurzfristig noch gelesen habe. Ich habe einen gekriegt und den fand ich sehr schön. Dass ich gelobt wurde dafür, dass ich so vieles selbst mache. Also keinen Helfer einstellen, großartig. Nee, finde ich auch dämlich, Helfer einstellen. Naja, Helfer finde ich nicht mal unbedingt dämlich. Also Helfer, das lasse ich mir noch gefallen. Da würde ich noch sagen, okay, wenn es wirklich nicht anders geht, meinen Helfer zu nehmen, ist okay. Aber halt dieses ganze Curseplay und sowas, wo dann vollautomatisch auf ein alles Mögliche abfährt, ne? Nee. Also wo du wirklich bloß als Manager unterwegs bist, obwohl Managen, so ein Betrieb managen, ist natürlich auch nicht schlecht. Gibt ja Let's Player, die spielen das nur als Manager, das Spiel. So in der Art. Ja, aber nee. Ja, aber nee, ne? Also man will schon ein bisschen selber Trecker fahren. Ja, natürlich. Ja, da will man ein bisschen was von der Welt sehen. Und dann auch dementsprechend verdienen. Und wissen, wofür man gearbeitet hat, ne? Mhm. Das ist immer ganz wichtig. So, und ja, wie das hier mit dem Unkraut ist, das werden wir noch sehen. Also da werden wir jetzt nach der Aussaat einfach mal gucken, ob das Unkraut wiederkommt oder nicht. Und wenn es wiederkommt, dann werden wir es natürlich bekämpfen. Ich habe mal geguckt schon, das hatte ich ja schon angesagt, dass ich da mal oder angeregt, dass ich eventuell nachgucken will, ob ich mir so einen Striegel ausleihe. Also ein geliehener Striegel kostet 918 Dollar. Hm. Und ja, wenn man die ausgibt, dann kommt man, also beziehungsweise wenn man jetzt das umrechnet auf Spritzmittel, ich glaube, das gegen Unkraut, das ist, glaube ich, nicht viel billiger. Also dann können wir auch spritzen. Wobei ich jetzt schon irgendwie so halb gehört habe, also das bestätigt ist das nicht, dass das Düngen mit Flüssigdünger teurer ist als ein Düngen mit festen Dünger. Ach echt? Ja. Weiß ich nicht, ob das stimmt, also ob da jetzt wirklich der Verbrauch dann höher ist oder sowas und dass man da dadurch dann, oder bzw. nicht der Verbrauch höher, sondern die Anschaffung für die gleiche Fläche größer ist oder so, weiß ich nicht. Aber dann muss man halt einen zweiten Düngstreuer vorhalten, ne? Also da kann man sich ja dann noch was überlegen. Ach, was ich mit dir noch abquatschen wollte, genau. Eine Ausgabe von 15.000 Euro wäre das. Ob man nicht vielleicht vor der Seemaschine, da gibt es Kreiselecken.
Das sind so ganz kleine, das sind so Teile, die spannt man halt zwischen Trecker und Seemaschine noch dazwischen. Okay. Und dann müssten wir, können wir in einem Zug quasi sehen und grubbern. Ja. Also die Kreisecke übernimmt das Grubbern und die Seemaschine übernimmt das Sehen. Somit wäre dann einmal auf dem Feld hoch und runter fahren, fällt dann weg. Hm. Naja, warum nicht? Das ist Zeitersparnis, also das, ne? Wäre eine Zeitersparnis. Ja, aber es sind halt auch 15.000 Euro und die wollte ich jetzt nicht einfach so ausgeben. Ja, die bringe ich gleich wieder rein. Ja gut, ja. Dann geht das ja. Aber das machen wir dann, brauche ich ja jetzt nicht. Das müssen wir erst bei der nächsten Aussaat quasi. Hm. Und naja, mal gucken. Also ich wollte, also was ich auch ganz gerne eigentlich noch machen, wo ich mal ein bisschen lauter drüber nachgedacht habe, war, dass wir vielleicht eventuell die Pferde mal austauschen. Also wir müssen ja nicht alle austauschen, sondern, keine Ahnung, wir suchen uns zwei aus, die wir austauschen wollen. Sind nicht warten, bis die komplett voll sind? Naja, guck mal, aber wenn du jetzt eins, was du 27.000 wegbringst und für 5.000 holst ein neues. Reiten haben wir sie eh die ganze Zeit und im Stall haben wir sie auch. Aber wir haben dann schon mal pro Pferd oder für dieses Pferd 22.000 mehr auf unserem Konto. Und könnten eventuell, wenn man es jetzt so gut ausrechnet, dahin kommen, dass wir vielleicht noch eine Parzelle kaufen können, nochmal Land haben. Hm. Weißt du wie? Dass wir das Nachbarfeld noch mitkriegen. Dass wir dann da auch noch was drauf anpflanzen können und damit noch Geld machen können. Also momentan haben wir so ein pro Aussaat hier so einen Gewinn auf dem Acker von 15.000. Also Gewinn weiß ich nicht, aber so Einnahmen kriegen wir locker mal 15.000 zusammen. Mhm. Ich denke mal, gut, beim nächsten Mal werden wir Hafer machen, dann werden wir jede Menge Stroh wieder kriegen. Und der Strohpreis hat sich auch normalisiert. Das wird dann auch schon wieder für den Hänger ein bisschen mehr Geld kriegen. Also für einen Ladewagen. Mhm. Da könnte man schon wieder pro Ladewagen einen Tausender kriegen. Denn zumindest für die ersten 3-4 Ladewagen. Und das wäre dann schon auch schon mal nicht schlecht. Also Möglichkeiten haben wir da, was das angeht. Aber wie gesagt, also das ist sowas. Da müsste man vorher ausrechnen, wie viele Pferde man weggeben muss. Also alle würde ich jetzt auch nicht weggeben wollen, weil so ein paar, die dann bis zum Ende durch ziehen, aber ich habe schon gesehen, dass es linear halt abzunimmt. Also es ist jedes Mal, wenn sie besser gepflegt werden, ist das der gleiche Betrag pro Tag, der dazu kommt. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass du den ersten Tag kriegst du 2.000 dazu, zweiten Tag 3.000 und so, ne? Ist nicht gestaffelt, sondern ist wirklich linear. Du kriegst jeden Monat oder jedes Mal immer das gleiche dazu. Deswegen ist es eigentlich fast egal, wann du die Pferde verkaufst. Mhm. Also den größten Verlust machst du in der ersten Nacht. Naja, ne? Klar. Aber danach steigen die immer gleichmäßig an. Also klar, logisch, wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest deinen Schimmel und den Rappen, den wir am Anfang hatten, den möchtest du lieber behalten erstmal und den bis zum Ende durchbringen zum großen Reitpferd. Aber da müssen wir vorher ganzen Finanzen erstmal schon mal überprüfen und ne, genau wissen, was wir machen wollen, weil das... wenn wir das jetzt einfach so weggeben, die Pferde, und dann haben wir am Ende nicht das Geld über, um die Parzelle noch zu kaufen, ist ja auch Blödsinn. Das brauchen wir noch nicht machen. Dann können wir es auch erstmal noch mal lassen. So. Aber das könnte uns ein bisschen was finanzieren. Ja, es wurde natürlich auch gesagt, dass ich den Case wieder verkaufen soll, aber das werde ich nicht tun, weil der Case wird unser Acker-Arbeitstier sein. Den können wir ausbauen bis auf über 250 PS. Glaube ich, so also knapp 250 PS oder sowas. Mhm. Mit denen kriegst du ziemlich alles weggezogen, was du brauchst. Alles bis 6 Meter Arbeitsbreite. Kannst du wahrscheinlich anhängen da. Das Einzige, was du nicht hast, ist, dass du vorne halt keinen Rasen mehr dranhängen kannst. Aber dafür haben wir unseren Fendt und das ist gut. Ja. Also, ich sag mal, ein neuer Technik auf dem Hof ist klar, logisch, ist neue Technik immer schön und so weiter und so fort, aber es ist nicht notwendig. Es würde sich nicht rechnen für uns. Ne? Ja. Noch sind wir nicht reich. Ja, noch, genau, noch müssen wir zugucken, dass wir eine Technik haben, die Arbeit für uns macht, uns aber nicht finanziell auffrisst. Ja, wenn wir dann mal irgendwann ganz, ganz viel Geld haben, dann können wir mit Spielereien anfangen. Dann kann man sich dann so einen 20-Meter-Flug kaufen, den man nicht braucht oder so. Da gab ja mal so sinnlose Mods, ne? Also so richtig sinnlose Mods. Da gab es zum Beispiel auch einen riesen breiten Flug, oder Grubber oder sowas. Also 100 Meter breiter Grubber. Also Zeugs, ey. Ach, hör auf. Mods, die die Welt nicht braucht. Ich find's auch schade, also ich habe ja dieses, habe ich dir gestern schon erzählt, ne? Diesen Gebäudemod, den ich da habe, finde ich ganz toll. Also weil die Gebäude sehen echt schön aus und alles ist gut. Aber ich finde, sie sind einfach zu billig in der Anschaffung. Also das... So unrealistisch.
Genau. Also was, wenn ich eine riesengroße Kuhweide für 10.000 Euro mir kaufen kann, wo ich 200 Kühe drauf unterkriege, das ist mir zu billig dafür. Ne? Wenn du einen Schafstall, den du sonst kaufen kannst, in-game, wo du genauso viel Schafe reinkriegst wie in dem Mod, der Preisunterschied 30.000 Euro, ne? Also der kostet, oder Dollar halt, der kostet in-game quasi also standardmäßig 65.000 und der gemoddete kostet nur 35.000. Und du kriegst genauso viele Schafe unter. Also das kann man, da hätte ich denn, habe ich denn auch mir selber den Preis schon angehoben, weil ich das mal ausprobieren wollte, wie das geht. Hab sogar die Grafik bearbeitet, das weil der Preis steht in der Grafik drin. Hab sogar die Grafik bearbeitet, dass der Preis auch in der Grafik drin steht. Ja, so ein bisschen modden könnte mich auch interessieren, wie das richtig funktioniert, wie man das richtig macht und so. Wenn man so einen Trecker, so ein Modell werde ich im Leben nicht hinkriegen, aber so Skripte schreiben, die bestimmte Sachen oder so machen, oder das könnte mich schon reizen, das mal auszuprobieren. Ja, mach das doch mal. Ja, Zeit. Zeit, meine Dame. Zeit. Ich wurde schon gefragt, warum ich nicht täglich Cooking Simulator bringe. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, Zeit. Es ist einfach die Zeit, das funktioniert nicht. So. Ich habe ja heute für mich Cooking Simulator entdeckt. Ja. Und du musst genauso warten, bis es rauskommt. Ja, das finde ich nicht okay. Ja, nun. Aber du hast ja die Möglichkeit, also du hast ja da reell die Möglichkeit, es mal zu spielen. Vorab. Ach ja? Ja, muss mich ja nur besuchen kommen. Aha! Was denn? Ja. Kommst du her, kannst du eine Katze, na, auf den Schoß brauchst du die Katze nicht nehmen, kannst du eine Katze streicheln. Ich hab hier selber zwei Kätzchen. Ja, aber, ne? Ich würde auch nichts dagegen haben, wenn du den Jens streichelst, aber... Aber den Luke, denn das ist natürlich realistisch, den zu streicheln, das stimmt. Ja. Also ich würde dann sogar Pizza für dich machen. Oh, das ist aber nett. Ja, wenn du denn hier so am Zocken bist, dann mache ich dir eine schöne Pizza und dann kannst du Pizza essen nebenbei. Kannst den ganzen Tag zocken, wenn ich von der Arbeit komme, dann machen wir Aufnahmen. Kein guter Deal? Nee. Schade. Ich habe hier zwei Kätzchen, die ich versorgen muss. Ja, ich sag's, da fragst du deine Schwesterchen oder eine Freundin, die macht das bestimmt für dich. Mhm. Die Kätzchen füttern und mal Katzenklo rauf, also sauber machen, das machen die doch bestimmt gerne, ne? Hast du bestimmt jemanden, oder? Vielleicht. Ah, siehst du. Ihr wollt ja auch mal in Urlaub. Ja. Auch mal für länger. Siehst du. Da brauchst du ja auch Katzensitter. Ein Kumpel von mir, die haben richtig einen Katzensitter, ne? Also kein Freund der Familie, sonst irgendwas, sondern richtig einen Katzensitter, der damit sein Geld verdient. Okay. Also das ist auch noch sowas, also das könnte ich mir auch noch vorstellen. Katzensitting zu machen, musst du jeden Tag, bist du dann eine Stunde bei der Katze, ne? Musst du ein bisschen mit der spielen, dies, das. Und Futter geben, Katzenklo machen, alles mal so gucken, dies und das ist dein Job. So. Und kriegt pro Tag pro Tag und Katze, die sie pflegt, 15 Euro nimmt sie. So, die haben zwei Katzen. Eine Stunde ist sie da und verdient dann 30 Euro bei. Gut, jetzt muss sie Steuern abziehen, ne, weil sie selbstständig und so. Aber das ist doch erstmal nicht schlecht, also dafür, was du da machen musst. Also für die Arbeit. Gut, Problem ist natürlich, wenn du so Problemkätzchen hast, ne? Die sind so einer wie meiner hier, so ein Schisser halt, den du auch nicht siehst. Das wird ein bisschen langweilig, aber mein Gott, machst du halt einen Fernseher an, ne? Das ist ja dann auch nicht wieder schlimm. So, wenn ich jetzt wieder runter bin, dann werde ich mich auf ein Pferd setzen. Und dann gucke ich mal, wo du jetzt gerade Baumwolle machst. Kennst du noch das Spiel Sven Baumwollen? Ja. Wo man immer vor dem Hund flüchten musste. Ja, ja. Wo man die Schafe beglückt hat. Ach, das war auch so schöner Scheiß. Das stimmt.
Aber da konnte man sich auch tagelang mit beschäftigen, ne? Mann, ey. Wenn Bomben wollen. Da warst du doch eigentlich noch ziemlich jung, wo das rauskam. Nur das kann gut sein. Und dann hast du sowas schon gespielt? Natürlich. So. Wer das erlaubt hat. Was ist so das erste Computerspiel, woran du dich erinnerst? Also ich habe ja angefangen mit Konsolen, gar nicht PC groß, ne? Ja. Und da fing es ja an mit der Sega damals, mit der Sega Mega Drive. Und Sonic. Sonic? Und dann kam ja irgendwann die N64. Oh, die fürchterliche Grafik. Na, das war super. Schlimm war das gar nicht. Super Mario 64 war super. Also, grafikmäßig fand ich das auch nicht schlimm. Überhaupt nicht. Ich bin kein Konsolero. Ich habe nie Konsolen, so habe ich gespielt, ne? Schon. Und dann kam er irgendwann in die PlayStation 1. Ja, gar nicht wahr. PlayStation 1 habe ich gar nicht gehabt. PlayStation 2. So, King? Wurde King schon geritten? Steige ich nur auf King auf. King ist noch nicht geritten worden hier. Komm her. King of Kotlet. So. Das hat ja der Raab damals beim Dings gesagt, ne? Bei dem Kanzlertreffen. Da. Elefantenrunde. Hat er doch mitgemacht. Hast du es damals gesehen? Weiß ich gar nicht. Was hat er da gemacht? Zur Bundestagswahl. Was ich gar nicht. Ich glaube, Stoiber gegen Merkel war das damals. Oder so. Nee, Stoiber gegen Merkel nicht. War die Merkel schon dabei? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er denn halt eben rausgehauen nach dem Motto so, ja, was würden Sie denn machen, wenn Sie denn jetzt die King of Kotland wären? Ne? Also, ja. Das fand ich schon, naja, gut. Stefan Raab halt, ne? Naja. Auch schade, dass er nichts mehr macht, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, die Anteilseigner von ProSieben heulen am lautesten. Weil der hat ja so viele Shows gemacht und so viel Geld eingebracht. Ja. So, der war halt Kult, ne? Ja, der war schon gut. Der hat's halt richtig gemacht. Ja. Wo bist denn du? Norwegens, ja. Weißt du doch nicht. Doch, auf Feld 8, das weiß ich schon, aber... Hast du eigentlich zwei Ernte oder hast du nur einen Ernte? Ich hab zwei Ernte. Also zur Not könnte ich da doch noch mithelfen, ja? Wenn es ja sein muss. Könntest du. Ach, gucke, hier bist du unterwegs. Jetzt sehe ich dich schon. Bist du da im Kreis, oder...? Ich musste vorne halt, also da, wo du jetzt bist, ein Stück weg machen, weil das Haus im Weg ist, sonst kannst du nicht drehen. Ah ja. Jetzt fahre ich wieder einfach nur hoch und runter die lange Strecke. Ah ja. Da ist sie, die Dori. Die Dori macht hier im... Da kommt er angerinnen. Ja. Die macht hier in Baumwollen. Ja. Halten wir dann mal langsam nebenher so. Aber nicht erschrecken, das Pferdchen. Nee. Ich will ja nur ein Foto machen hier, wie du dann eine Baumwolle bist. So, werde ich dann ab und zu mal vorbeikommen. Mal ein Bildchen machen, wenn du den ersten großen Marshmallow auf den Acker gelegt hast. Ja. Wie voll bist du denn schon? Ein Drittel. Ah ja. Mal gucken, wie viel Geld wir da abkriegen. Was haben wir letztes Mal bei der Baumwolle abgekriegt? Haben wir da viel Geld noch nebenbei gekriegt? Oder? Keine Ahnung. Schon so lange her, ne? Das war Feld 4 damals, ne? Kann sein. Das ist schon ein bisschen her, ne? Das war relativ am Anfang, wo wir Baumwolle gemacht haben. Das war relativ früh, ja. Die Baumwollen. Juhu! Das fährt immer so, dass es so aushält, diese beiden Sprünge und so, ne? Aber gut, ich meine, letzte Folge hatte ich, glaube ich, das Antigravitationspferd. Da stand ich ja senkrecht an der Steigerwand mit dem Pferd. Passiert, ne? Ja. Nicht durch die Gerste hier, das müsste Gerste sein, oder? So aus wie Gerste. So. Wie viel Prozent habe ich denn schon?
Vom Pferdchen. 68, na, muss ich mal ein bisschen. Dann haben wir das nächste Pferdchen durch. Durchgenommen und durchgeritten. Und die Folge ist zu Ende. Ja, aber ich will ja mit dem Pferd noch ankommen wieder. Na gut. Also so viel Zeit musst du mir jetzt noch geben. Na gut, ausnahmsweise. Ausnahmsweise? Ja. Ich bin vielleicht ein bisschen zu spät aufgestiegen. Ich habe, glaube ich, bis 16 oder so habe ich gebraucht mit meinem Dings. Also so ganz genau 20 Minuten werden wir nicht einhalten. Ich werde immer so 21, 22 werden. Stört dich aber nicht, oder? No. Umso länger kannst du es auch spielen. Aber du hast ja auch privaten Hof, ne? Ja. Da hat sie ja auch privat einen Hof. Oh Gott. Was denn? Oh, ich fahre hier schon wieder, als wäre ich betrunken. Nicht doch. Warum? Weiß ich nicht. Gucken. 91, 92% habe ich jetzt. Muss ich noch ein bisschen im Kreis reiten. Kreisverkehr. 94, ah, es pleppert sich. Da liegt ja noch die Wurst vom Gras, stimmt. Hey, aber auch schnauft der Kleine, ne? Hm. So, jetzt hat er 100, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann kann ich jetzt rein ins Gehege. Und während ich ins Gehege gehe und dann natürlich auch noch das Pferd bremsen, der Himmel kann warten. So. Und vom Pferd falle und es sauber mache, King ist wieder auf der Weide, werden wir uns verabschieden. Und zwar war das eine Folge LS19 hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Die Dori war bei uns. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.